for English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Folge Reptil TV. Heute mal ein ganz was anderes als Intro-Tierchen. Hopsa. Es springt, es läuft weg. Ein Frosch, so ein Pac-Man-Frosch, ne? Südamerikanischer Pac-Man-Frosch. In dem Fall die ganz normale grüne Naturfarbe. Gibt es ja auch mittlerweile verschiedene Farben, Albino, Peachy und was es alle möglichen Farben gibt. Das ist hier so die ganz natürliche Farbe. Das ist hier ein halbwüchsiges Tier. Ne? Ausgewachsen werden die, ja, im Prinzip so groß wie eine Handfläche können die werden. Sie können ganz schön garstig sein. Der hier ist relativ anständig. Ich bin schon die ganze Zeit gespannt, ob er mir nicht doch vielleicht den Finger beißt. Bin mal gespannt, wie das wehtut, aber zum Glück macht er es scheinbar nicht. Ja, eigentlich hübsche Kerls, diese Pac-Man-Frösche, und deswegen dachte ich heute mal als Intro-Tierchen so ein Pac-Man. Das hier ist einer der Klassiker, was unser Thema heute betrifft. Also es geht um ausgesetzte Reptilien, nicht mehr gewollte Reptilien, Reptilien, die einfach weg müssen. Wie gesagt, leider in der Presse liest man immer wieder, dass ein Tier ausgesetzt wurde, irgendwo im Wald oder irgendwo vor eine Tür gelegt oder am Müllcontainer und was weiß ich, was es noch alles gibt. Ne? Also echt eine Katastrophe. Ne? Und wie gesagt, solche, das ist hier so eine Terrarianer-Boa, hoppla, Boa Constrictor, die mich jetzt gerade nicht leiden kann. Okay. Das ist so einer der Klassiker. Ne? Vielleicht ist das sogar mal ein Grund, da werden die Leute mal von der Boa gebissen und dann heißt die Boa muss weg oder so. Die Sendung heute soll sich damit ein bisschen beschäftigen, beziehungsweise es ist eigentlich fast mehr ein Aufruf. Niemand muss so eine Boa irgendwo aussetzen. Ne? Wenn ihr ein Tier habt, ein Terrarientier, das ihr nicht mehr wollt, also eigentlich gilt es für alle Tiere, ne? Aber in unserem Fall speziell für Terrarientiere, wenn ihr das Tier nicht mehr wollt, gebt es zurück an den Züchter, gebt es zurück an ein Zoogeschäft, gebt es an eine Reptilienauffangstation zur Not oder meldet euch bei uns, wir können oder wir nehmen an sich alle Tiere auf, ne? Wirklich alle, die mir angeboten kriegen, die halt in diesen Bereich oder sagen wir zumindest alle Arten von Reptilien, die mir auch verkaufen, nehmen wir auch wieder an. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen, so Wasserschildkröten können wir zum Beispiel keine aufnehmen, weil wir keine Aquarien haben, aber schon alles andere können wir aufnehmen. Also es gibt überhaupt keinen Grund, wieso man ein Tier sinnlos irgendwo aussetzen muss oder anonym aussetzen muss. Es findet sich immer jemand, der das Tier annimmt, behaupte ich. Ihr werdet natürlich kein Geld bekommen oder Geld zurückbekommen. Ne? Manchmal erlebt man auch Leute, die meinen, naja, ich habe ja für die Boa mal 80 Euro gezahlt, ich gebe sie jetzt für 50 wieder her oder sowas. Da habt ihr in der Regel wahrscheinlich Pech, das wird schwer sein, jemanden zu finden. Beziehungsweise was wir als machen, wir fragen die Leute, hier komm, schmeißt noch 10 oder 20 Euro in die Futterdose rein, wenn ihr sowas habt, was wirklich schwer zu vermitteln ist. Aber auf jeden Fall, dann wird es entgegengenommen. Ja. Also kein Grund, irgendein Tier irgendwo auszusetzen. Irgendjemand oder das, was ich gerade genannt habe, die nehmen die Tiere auf. Also meldet euch bei den besagten Leuten oder meldet euch bei uns. Dann kann man so ein Tier natürlich wieder aufnehmen. So eine Badagame ist der nächste Klassiker bei den ausgesetzten Reptilien. Womöglich noch ein Männchen, ne? Das macht ihn noch mal undankbarer. Oder wenn er so kleine Schönheitsmakel hat, so hier, dem zum Beispiel fehlen hier zwei Zehen. Das ist auch sowas, wo dann ein Tier sich noch schwieriger vermitteln lässt. Ne? Wieso immer zwei Zehen? Ich persönlich finde es eigentlich fast egal, aber es gibt Leute, die würden so ein Tier, die nehmen das nicht und sagen, nee, da fehlen zwei Zehen, den will ich nicht. Wie gesagt, das ist der nächste Klassiker bei den ausgesetzten Reptilien.
Andererseits gibt es eben auch immer Leute, die dann wieder sowas suchen. Ne? Jetzt in dem Fall ist sogar ein Weibchen, dann ist natürlich noch einfacher, aber auch ein Männchen. Ne? Es gibt Leute, die wollen ein einzelnes Bardagamen-Männchen. Also ich würde sagen, eine Bardagame ist auch ein Tier, was sich wirklich gut wieder vermitteln lässt. Ne? Wenn man die entsprechende Streuung hat oder Infrastruktur hat, dann kriegt man auch ein Bardagamen-Männchen früher oder später wieder an irgendjemand, der dem ein gutes Zuhause gibt. Ne? Und wenn jetzt der ein oder andere von euch wird jetzt wahrscheinlich denken, aha, da kriegen die eine Bardagame geschenkt und dann ein paar Monate später verkaufen sie die für, was weiß ich, 70 Euro oder sowas. Na, die machen ja einen riesen Reibach. Was man beachten muss, das, was das Tier zwischendrin an Futter kostet, das macht einen Großteil des Gewinns schon kaputt. Dann muss man natürlich die entsprechende Werbung für das Tier machen. Wir fotografieren das Tier, stellen es ins Internet. Das kostet auch Zeit und Geld. Beziehungsweise wenn das Tier dann Geld bringt, angenommen, wie gesagt, Bardagamen-Männchen 70 Euro, diese 70 Euro, da kann man dann wieder Futter für die Boa kaufen, die man gerade gesehen hat, die sich wahrscheinlich noch ein bisschen schlechter verkaufen lässt wie so eine Bardagame und so weiter. So ist das Ganze ein Kreislauf. Wichtig, ich glaube, da darf man auch keinen Neid haben und denken, ach, dann gebe ich das Tier kostenlos zurück und jemand anders verdient richtig Geld dran. Das ist einfach nur ein sinnloser, blöder Neid, würde ich mal behaupten. Was ich damit eben sagen will, ist, dass jedes Töpfchen am Schluss wieder sein Deckelchen findet. Ich glaube, im Reptilienbereich ist es noch einiges besser wie bei Hund, Katze, wo sich dann kein neuer Besitzer mehr dafür findet. Ne? Ein Hund, der 5 oder 10 oder wie alt Jahre alt ist, da jemand zu finden, der sich dessen annimmt, ist, glaube ich, viel schwieriger. Bei einer Katze verhält sich es ähnlich, weil da wollen die Leute einfach Jungtiere, beziehungsweise die Tiere werden nicht sonderlich alt. Unsere Reptilien werden die meisten ja 20, 30, 40 Jahre alt. Also selbst wenn ich eine 10 Jahre alte Bardagame bekomme, weiß ich, dass die nochmal 10 Jahre leben kann oder sowas. Von daher ist es bei Reptilien, glaube ich, letztendlich einfacher oder ein bisschen dankbarer, ein Tier weiter zu vermitteln. Ja. Nochmal als letzter Rundumschlag. Wie gesagt, für ein Reptil findet sich wieder jemand. Also kein Grund, die Tiere auszusetzen, kein Grund zu denken, um Gottes Willen, wenn ich zum Tierheim gehe, die schicken mich wieder weg. Selbst wenn das Tierheim euch wegschickt oder wenn ihr Angst habt, das Tier nicht loszukriegen, wendet euch, wie gesagt, an den Fachmann, wendet euch an uns, wendet euch an den Züchter, wo ihr es herhabt und fragt um Rat, wie ihr das Tier wieder losbekommen könnt. Und ich bin an sich sicher, es gibt da eine Möglichkeit. Bevor ich es vergesse, hätte ich natürlich auch eure Erfahrungen noch davon gehört. Ihr könnt gerne mal hier unten posten, was ihr betreffs Aussetzen, Zurückgeben in der Richtung alles schon erlebt habt. Bestimmt interessant zu lesen bzw. sich darüber auszutauschen. Weiterer Klassiker in dem Bereich sind irgendwelche Landschildkrötenmännchen. Ne? Weibchen wird sicherlich niemand ein Problem haben, loszukriegen, ein Weibchen, aber bei einem Männchen wird es schon schwieriger oder kann es zum Teil recht schwierig werden oder dann hat jemand meinetwegen 2, 3 Männchen oder ja, 2 Männchen reicht schon, dann muss einer weg. Aber auch dazu findet sich irgendjemand, der sich gerne einen einzelnen Mann halten tut. Ne? Auch da gibt es überhaupt keinen Grund, den irgendwo gar auszusetzen oder sowas. Auch noch ein Appell an dieser Stelle. Wenn ihr, ich habe gesagt, die Tiere, in der Regel bekommt ihr kein Geld dafür, bezieht sich auf Handel, Auffangstation, Geschäfte, auch auf uns. Wenn ihr so ein Tier loswerden wollt, privat zu verschenken, ist immer ein wenig heikel. Also ich würde euch nicht empfehlen, irgendwo in ein Anzeigemagazin reinzusetzen, verschenke Landschildkrötenmännchen oder verschenke Bardagame oder sowas. Da ist das Problem, dann wird es oft gelesen, dass sich jemand denkt, ach, ein Tier zu verschenken, na, wieso nicht, kann ich ja mal probieren, kostet nichts. Dann macht auf jeden Fall irgendeine
Schutzgebühr, die muss auch nicht einmal Schutzgebühr heißen, schreibt einfach 50 Euro oder irgendwas rein, weil meiner Erfahrung nach jemand, der 50 Euro ausgibt, der macht sich vorher Gedanken. Die gibt nicht einer einfach irgendwie so aus und nach 3 Monaten oder 4 Monaten muss das Tier wieder weg. Wenn einer das Geld ausgibt, hat er sich wegen im Kopf drüber Gedanken gemacht. Also das ist ein wichtiger Punkt. Seid euch bewusst, wenn ihr die Tiere abgebt an irgendwelche Professionellen, bekommt ihr nichts dafür, macht auch nichts, die wissen, wie sie damit umzugehen haben. Verschenken an privat ist sehr kritisch. Wenn ihr wirklich hundertprozentig sicher seid, dass das in gute Hände kommt, kann man das natürlich definitiv machen, aber nicht irgendwie so gefächert über irgendwelche Anzeigen. Zweiter Aspekt, was Anzeigen betrifft, ich glaube, die meisten Anzeigenportale, sei es Print, sei es Computer, erlauben es gar nicht mehr, dass man Tiere verkauft oder vergibt. Ne? Das ist auch noch so ein Aspekt. Ja, jetzt bin ich am Ende meines Das Tier muss weg, meiner Das Tier muss weg Sendung. Postet, wie gesagt, bitte mal unten drunter, was ihr Erfahrungen damit gemacht habt, wie ihr drüber denkt und bin ich wirklich mal gespannt. Und wer noch mehr von uns sehen will, hier unser letztes Video könnt ihr euch anschauen. Oder hier ein zufällig für euch ausgewähltes Video. Und besonders wichtig, wie bei YouTube immer, abonniert unseren Channel, gebt uns einen Daumen hoch, macht die Glocke an, dass es immer aufpoppt. Und wenn ihr Terrarienprodukte braucht, schaut in den Shop rein.